Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Horizon Zero Dawn. Beim letzten Mal waren wir stehen geblieben. Wir haben uns diese... Ja, wir mussten bei dieser Mutter da irgendwie vorsprechen oder was? Ich glaube, das hatten wir noch nicht getan. Ich muss jetzt erstmal hier zurechtfinden. Ich glaube, da unten müssen wir... Wir müssen ein bisschen verzeihen. Wir haben ja gestern Zelda gespielt und die Steuerung ist komplett anders. Und dementsprechend muss ich mich hier wieder ein bisschen zurechtfinden. Alle Aspiranten da sind. Hallo? Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Blasphemie. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren, entzündet es nun. Oh, wir dürfen entscheiden. Wir nehmen einfach mal Phil Rost. Rost zu Ehren, weil er so viel für mich getan hat. Urmutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn nicht Ausdruck mütterlicher Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, frei schwebt im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Sehr schön. Olin. Ich möchte ihn einiges fragen. Der auch dieses tolle Headset hat wie wir. Okay. Hallo, lass mich durch. Ach da. Das ist er. Hallo, Olin. Du kennst meinen Namen? Du weißt ihn von Erend. Warum hast du dich vorhin so komisch benommen? Muss dieses Fest sein? Ich mag wirklich keine Menschenmengen. Vielleicht sollte ich einfach... Weich mir nicht dauernd aus. Schon gut. Ganz ruhig. Was willst du wissen? Wo hast du deinen Fokus gefunden? Außer mir hat niemand einen Fokus. Wo genau hast du ihn her? In einer Ruine nördlich des Landes, das wir Osaram unser Anrecht nennen. Dort oben gibt es sehr viel Metall. Stahlriesen, teils unter der Erde begraben. Vergessene Höhlen, die die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich habe meinen Fokus aus genauso einer Höhle. Aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch stümmern warst, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten. Nicht mich. Ja? Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt. Und ausgesehen, als ob dir was wehtut. Oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Wir gehen mal eher auf die passive Weise ran. Ist mir noch nie passiert. Bei meinem aber nicht. Und ich hatte ihn schon als Kind. Dann ist deiner wohl besser. Hier gibt es bestimmt viele Relikte. Schließlich habt ihr Nora Angst vorm Ruinenstöbern. Sie halten Ruinen für verflucht. Doch das ist nicht meine Meinung. Wenn wir den Nora-Wissen als Fluch gilt, haben sie wohl recht. Wir fragen nochmal, wer er ist. Was machst du hier, Olin? Was machst du im Nora-Land? Erin brauchte einen Expeditionsführer und einen Kumpel zum Trinken. Sonst nichts. Jemanden, der auf den Priester aufpasst. Wenn das hier vorbei ist, geht's zurück in die Ruinen. Auf der Suche nach Schrott oder nach Schmuck zum Verkaufen. Du bist also Forscher? Ich bin nur ein fremder Mädchen. Man muss seine Scherben verdienen. Ich verdiene meine eben als Diener des Königshofs. Das ist alles. Okay. Ja, ich hätte mehr von dir erwartet. Ich verstehe das nicht. Wir haben beide dieses Gerät, aber du willst überhaupt nicht mit mir reden. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Ich dachte, du bist anders.
ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Macht er mich gerade an? Ein bisschen Spaß haben. Jawohl. So. Das ist besser als letztes Jahr. Das sagen sie immer. So. Mutterloses Gör. Wie bitte? Geh ins Bett ausgestoßen und träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Harsche Worte, aber den werden wir jetzt zeigen, den Penner. Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Anwesenheit hier ist... Klare Worte, oder? Sieh an, Besuch aus der Wildnis, das mutterlose Kind. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Du kannst ein echter Faulzahn sein, Bast. Lass es sein. Frauenpower! Die Fremden sind wohl interessant für... Du kleidest dich sogar wie echte Nora. Wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Justinian, herzlich willkommen, ich grüße dich. Das Spiel ist es definitiv wert, ja. Das kann ich ja definitiv sagen. Wollen wir hier auf Schmusekurs gehen oder eher forsch nach vorne? Ich würde mal sagen, eher ein bisschen forscher, ne? Bloß schade für dich, dass ich gewinne. Ich habe ewig trainiert. Wenn du mich schlägst, werde ich Ausgestoßener für immer. Überschätze dich nur nicht. Du würdest nicht lange überleben. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Vergiss sie nie. Wenn Ross meinen Stein nicht abgelenkt hätte, wärst du jetzt einäugig. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Bast ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Können wir den vielleicht... Du den Mund halten? Das wäre überraschend. Können wir den nicht im Schlaf umbringen oder so? Das wäre doch ziemlich geil, oder? Also Justinian, wenn du viel Wert auf Grafik legst und auf Atmosphäre, dann bist du bei dem Spiel Gold richtig. Viel mehr kann ich jetzt auch noch nicht sagen, weil wir das Spiel halt nur so ein bisschen angeschnitten haben bisher. Das Crafting-System und das Skill-System lässt sich nur leicht erahnen. Also jetzt wirklich viel weiter sind wir noch nicht. Hast du gut gemacht mit Bast. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Bast, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. Ja, nun. Beim Bund hat man das damals gemacht. Seife ab in eine Socke und die ganze Zeit draufgeschlagen. Das können wir hier doch auch machen, oder? Obwohl, dann brauche ich jemanden, der ihn festhält dafür. Naja, auf jeden Fall unser Bett hier. Wenigstens müssen wir nicht unten schlafen, so wie bei den anderen Hochbetten. Können wir noch was anderes machen, außer schlafen? Ja, ist egal, komm. Wir wollen ja was auch immer morgen gewinnen. Deswegen gehen wir jetzt mal schlafen. So, dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Du
schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Das Bett ist zu weich, ja. Gibt es das eigentlich, Betten, die zu weich sind? Also, keine Ahnung. Nicht schlecht. Wir machen mal diese neutrale Version hier. Es hat durchaus Charme. Wird gemütlich nach deiner Aufnahme. Das ist das Problem. Ich glaube, das wird klappen. Wirklich. Ruh dich aus. Die ist mir sehr sympathisch, die Dame. Wenn die Grafik nicht die wichtigste ist, also kommt dann halt drauf an. Bei der normalen PS4 ruckelt das schon an manchen Stellen. Wenn du die Pro hast, dann wirst du da, denke ich, keine Probleme haben. Aber vom Gameplay her so läuft alles super ab. Also lässt sich gut steuern. Bisher sind sehr viele Cutscenes, so wie das jetzt hier, gewesen. Dementsprechend, aber das, was wir gesehen haben bisher, das hat wirklich Spaß gemacht. Das kann ich sagen. Das ist die PS4 normal, die Holzklasse-Version. Euch bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest? Grasa! Das war aber knapp, oder? Was war das? Die Trophäe ist hinausgestoßen. Du brauchst wohl eine neue. So ein... Boah. So. Zack, so, haben wir, oder? Wunder nicht. Doch. So, wir müssen in... Welche Richtung müssen wir denn? Da. Wir müssen nach hoch. Wir haben ja Gott sei Dank jetzt so eine blöde Trophäe gekriegt. Oh, wir sind fast Level up. 75 XP noch. Ja, die machen wirklich mächtig, aber... Alle bis auf eine. Kommt die Ausgestoßene? Die war hinter mir. Du bist die Letzte. Kannst von hier aus auch laufen. Bast wird gewinnen oder Vala. Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel gelangst.
Oh, warte, das ist ein alter Pfad. Dort sind zwei gestorben. Er fällt auseinander. Besser Letzte sein, als zu sterben. Nein, 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 das sehe ich anders. Komm. Run, run, run. Ho, 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 ho. Bei der Urmutter ist sie irre. Sie bringt sich doch um. Es wird nicht leichter. Du bist verrückt, wenn du da lang gehst. Das war's. Jetzt geht's nur noch vorwärts. Da stehen. Da. Ich muss aufholen. Und klettere zurück. Wer führt? Das willst du doch nicht. Ich sehe nichts. Also, eine Xbox haben wir auch, eine Switch seit gestern auch. Wir haben gestern noch Zelda gespielt. Die Xbox nutze ich komischerweise weniger. Bis dato. Habe ich aber auch noch nicht so lange. Ich war eigentlich immer so der typische PS4-Nutzer. Im alten Pfad? Gut, ich hol auf. Die Ausgestoßene holt auf. Ja, so Boys, was ist los? Das wird ganz schön knapp. Was ist hier jetzt? Jetzt mach schon, Beeilung, weiter so. Ja. Warte, lauf. Schaffst du? Du bist ganz schön erschöpft mittlerweile, ne? Ich habe mein Leben lang dafür trainiert. Ja, das kriegen wir hin. Sie hatten einen Stamm, aber ich hatte die Bild. Was ist das denn hier? Präzision. Nicht genug. Los, sei perfekt. Du schaffst es. Zacki, zacki, zacki. Sie werden dich schlagen. Ah. Tja. So ist das. Das war kein Sieg. Sie hat geschummelt. Eine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung? Niemals. Denn sie ist jetzt eine Kriegerin. Du hast es geschafft. Wie ihr alle, wenn ihr eure Trophäen auf den Altar legt. Doch es ist Aloy, einst ausgestoßen, jetzt Kriegerin, die gesiegt hat. Was war denn los? Haltet sie fest, bis die anderen da sind. Wir müssen hier weg. Das ist der Ausweg. Aber nicht, wenn sie auf uns schießen. Tote können nicht schießen. Lenk sie ab. Ich finde einen Weg. Fast! Fast! Machst du mit? Bin dabei! Dann mal los! Jetzt! Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Wo, 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 wo? Erledigt sie! Sie sind zu stark! Wir können sie nicht aufhalten! Zack! Kopfschuss! Ja, komm her! Nein! So, der ist auch tot. Machen wir noch mehr. Da oben, nee, da oben ist nichts mehr. Vernichtet die Eindringlinge! Es
sind zu viele. Schnell noch was herstellen. 30 Stück. Wir haben keine Chance. Ach komm, jetzt halt den Mund. Zack. Wir schaffen das nicht. So. Oh, Mutter, hilf. Schnell, lauf drüber zum Seil. Ja, hat Anleihen von Tomb Raider. Stimmt, das ist so ein Mix aus Assassin's Creed und Tomb Raider und The Witcher. Also, aber dann auch die guten Sachen rausgepickt. Ne? Also, ist alles flüssig von der Hand. Also, ist wirklich super. Für die Urmutter! So. Oh nein, da sind noch mehr! Ja, da kommen noch mehr! Hin. Alles gut. Wie viele sind das? Ja, bleib doch ruhig. Oh! So. So ein bisschen. Oh, oh, oh. Es sind zu viele. Da oben auf dem Berg, da sind noch mehr. Das kriegen wir hin, oder? Wir schaffen das nicht! Urmutter, hilf uns! Erledigt sie! Vernichtet die Schänder! Sie sind zu stark! Wir können sie nicht aufhalten! Alter, das war Glück, oder? Aber das ist ja geil. Erledigt sie! Wow, wow, wow. Es sind zu viele. Wir haben keine Chance. So. Nein. Walla, walla, walla. Jetzt runter, solange es noch geht. Nein, ich will aber looten. Ich muss gestehen, dass ich Far Cry Primal nie gespielt habe. Soll aber sehr, sehr gut gewesen sein. Kann ich. Der Rotschoppen stirbt jetzt alle! Vorwärts!